willkommen zu einem weiteren Tutorial in der Tutorial-Reihe zu den CAD-Advanced-Techniken bzw. AutoCAD-Advanced-Techniken. Und in diesem Tutorial soll es mal um dynamische Blöcke gehen. Und ich habe hier mal so ein kleines Beispiel. Das habe ich kürzlich selber mal gebraucht. Und zwar brauchte ich hier eine Schublade. Das Ganze hier im 2D. Und da habe ich auf einmal eine Draufsicht gebraucht. Ja, also hiermit sieht man hier den Grundriss der Schublade und dann hier so einen Griff. Und dann brauchte ich aber auch noch eine Ansicht. Ja, sieht man jetzt hier die Höhe, ja, und die Breite bleibt dann gleich. Und hier nochmal den Griff in der Mitte. Und dann noch eine Seitenansicht oder eine Schnittdarstellung. Da kann man allerdings nichts mehr einstellen. Ja. Und die sollte auch parametrisiert sein. Das heißt, ich konnte jetzt hier die Breite verändern, ja, oder die Tiefe. Und konnte dann wieder umschalten auf die Ansicht und konnte dann hier noch die Höhe verändern. Gut, das habe ich in den Objektfang aktiviert, deswegen geht es nicht. Ja, und die Seitenansicht ergab sich dann im Prinzip aus der Tiefe und hier aus der Höhe, die ich da eingestellt habe. Und wie man so einen dynamischen Block macht, möchte ich jetzt zeigen hier in dem Tutorial. Und ich muss gestehen, ich mache so ein bisschen im Eigennutz, weil ich brauche diese Techniken relativ selten. Ich mache sowas eher im Revit und da bin ich da eher unterwegs. Ja, da gibt es auch schon einige Tutorials hier auf YouTube und im AutoCAD mache ich es eigentlich selten. Aber diese Zeichnung war damals oder ist im AutoCAD und deswegen brauchte ich da mal wieder einen dynamischen Block und musste mich da wieder erinnern, wie das ging. Ich möchte bei dieser Technik, beziehungsweise anders formuliert, ich wollte das dann mit den klassischen dynamischen Blocktechniken machen, ja, was ich ja wollte und bin da nicht allzu weit gekommen. Und habe dann nochmal in meinen alten Tutorials nachgeschaut, die ich vor Jahren mal aufgezeichnet hatte. Die werde ich vielleicht auch hochladen hier auf dem Blog und oder auf diesem Kanal. Und habe dann gesehen, ah, es gibt ja noch andere Techniken, die da auch mit einer Rolle spielen können, den dynamischen Block, nämlich hier die Parametrik. Und da habe dann gemerkt, ich komme eigentlich mit der Parametrik da schon relativ weit. Und die Parametrik hat im Unterschied zu den klassischen dynamischen Blocktechniken, ja, wie Parameter und Aktion und so weiter, ich zeige die dann nochmal, wenn wir Blockeditor sind, den Vorteil, dass die auch hier in der normalen Modellbereich funktioniert. Das heißt, ich kann schon unabhängig von dynamischen Blöcken verwenden. Und das wollen wir hier auch mal machen. Und ich werde zunächst erstmal anfangen, hier im Modellbereich das zu modellieren und wechsle dann in den dynamischen Block, weil es geht natürlich nicht komplett im Modellbereich, gerade hier diese Aktionsgeschichte hier mit diesen Sichtbarkeiten, das geht natürlich nur über einen Block, aber man kann auch gewisse geometrischen Abhängigkeiten auch hier im Modellbereich machen und das dann meinetwegen im dynamischen Block weiterführen oder auch nur im Modellbereich belassen. Und fangen wir mal an, hier das Ganze zu modellieren. Und zwar haben wir jetzt hier, wie gesagt, im Grundriss fange ich an. Hier haben wir jetzt quasi die Breite und hier die Höhe. Und da kann man jetzt anfangen, hier Parameter zu definieren. Und wie gesagt, ich möchte, normalerweise würde ich sowas generell im dynamischen Block machen, also im Block-Editor. Ja. Aber ich fange jetzt bewusst hier mal bei diesem Tutorial an, das im Modellbereich zu modellieren, einfach um mal zu zeigen, dass das auch im Modellbereich geht. Und dann empfiehlt es sich einfach mal hier so Parameter zu definieren, die man halt ändern möchte. Ja, zum Beispiel gehe ich jetzt hier oben auf Bemaßung. Ja, das sind solche parametrische Bemaßung. Ja, bitte nicht verwechseln mit der normalen Bemaßung. Und gehe jetzt hier zum Beispiel auf Horizontal und bemaße hier einfach mal die, ja, meine Geometrie. Und da müssen Sie aufpassen, was Sie da bemaßen. Ja, Sie sehen hier, ich könnte hier diesen Punkt bemaßen, ja, oder diesen hier oben oder halt den in der Mitte. Und das ist nicht ganz egal. Ja. Ich werde euch mal demonstrieren, was passiert, wenn ich zum Beispiel nur diesen Punkt hier unten bemaßen würde. Zum Beispiel diesen und diesen. Dann setze ich das hier ab. Jetzt muss ich der Sache einen Namen geben. Ich nenne das mal B für Breite und gebe auch da mal einen Wert hier ein, damit Sie mal sehen, was passiert. Zum Beispiel in 500. Ja, und da sieht man, wenn ich den Punkt hier unten bemaße, wandert das hier mit. Das möchte ich nicht. Ich gehe erst nochmal auf rückgängig und schmeiße das nochmal raus und werde jetzt nochmal auf Horizontalbemaßung gehen und werde jetzt mal hier versuchen so zu bemaßen, also ich fahre hier auf die Linie und nehme einmal diesen Punkt und diesen hier oben, fahre hier runter und nenne das wieder B, den Parameter, und gebe wieder 500 ein. Ja, und da sieht man, das sieht schon besser aus. Ja. Ich verliere zwar hier meine Symmetrie, ja, um hier um den Mittelpunkt, also um den Griff, das wird besonders deutlich, wenn ich jetzt hier die größere Maßwert eingeben würde, zum Beispiel 700, dann sieht man es ein bisschen besser. Ja, dann sieht man, sieht das so aus.
Aber im Prinzip verhält sich das schon so, wie ich es haben will. Was man auch machen könnte und was ich ja eleganter fände, wäre jetzt hier zu sagen, ich gehe einfach hier auf horizontal und nehme einfach die Mittelpunkte. Ja? Sie können die Endpunkte von Linien, also es gibt immer pro geometrischen Element, sei es eine Linie, sei es ein Kreis, gibt es immer gewisse Punkte, die man halt anfassen kann. Das ist jetzt hier eine Polylinie. Ja? Aber eine Polylinie besteht letztlich auch aus Linien. Und ich zeichne dann mal kurz eine Linie daneben, um das mal so zu demonstrieren. Und wenn Sie die anklicken, dann haben Sie hier halt diese berühmten drei Punkte. Ja? Einmal Startpunkt, ein Endpunkt und ein Mittelpunkt. Ja? Und beim Kreis gibt es dann auch halt wieder berühmte drei Punkte. Ja? Also das wären dann einmal hier da. In der Regel ist es dann der Mittelpunkt oder halt die Quadranten. Und in der Regel, ich will es nicht verallgemeinern, sind es aber auch dann immer die sogenannten Griffpunkte, die man dann auch geometrisch ansprechen kann über die Abhängigkeiten. So. Also machen wir das ganze Spiel nochmal, gehen also wieder auf Parametrik und gehen wieder auf Horizontal und nehmen jedenfalls hier die Mittelpunkte. Einmal hier und setzen das hier unten ab, geben den Parameter einen Namen, nennen den B und ich gebe da mal hier noch einen Wert ein, zum Beispiel 600 und da sehen wir, das ändert sich schon gut, aber es bleibt jetzt nicht in der Mitte. Gehen wir auf Rückgängig und wie können wir das jetzt korrigieren? Und mit der Mitte, und da können wir Folgendes machen. Wir können einfach sagen, wir machen hier eine Symmetrieachse hier in die Mitte rein. Und die müssen wir erstmal zeichnen. Gehen wir also auf Start, dann auf Linie. Und ich zeichne jetzt hier ausgehend vom Nullpunkt hier eine Linie ein. Ah, jetzt sehe ich sie. Das wird meine Symmetrieachse. Ja, und jetzt kann ich sagen, dass. Wenn ich auf Parametrik gehe, wo haben wir sie? Hier, dass diese beiden Linien immer symmetrisch sein sollen zu dieser Symmetrieachse. Jetzt gehe ich hier auf diese parametrischen Abhängigkeiten. Symmetrie, wähle erst die eine Linie aus, dann die zweite Linie und dann hier, das zeigt, sagt hier unten auch in der Befehlszeile, hier meine Symmetrieachse. Jetzt sieht man hier die Abhängigkeiten angezeigt. Ja, jetzt kann man sie hier auch wieder löschen, ja, oder ausblenden. Und wenn ich jetzt nochmal wieder auf horizontal gehe, dann, halt, das ist der falsche Punkt, habe ich meiner vergessen, also wieder auf den Mittelpunkt, ja, oder halt Diagonalpunkte, also Mittelpunkt, setzen das hier ab, nennen es wieder B und geben hier eine Länge ein von, ich sag mal 600, dann ändert das sich jetzt hier symmetrisch. Allerdings, ja, geht jetzt hier diese Linie mit, ja, das bleibt ja nicht in der Mitte, das heißt, wir müssen diese noch fixieren, damit die hier bleibt. Ja, also nochmal rückgängig und fixiere jetzt noch diese Linie. Und auch hier ist wieder wichtig, wenn Sie jetzt hier mit der Fixierung arbeiten, also Punkte festlegen im Koordinaten, jeweiligen Koordinatensystem, werden die einfach fixiert, die können nicht mehr geändert werden. Welchen nehmen wir dann hier? Ja, ich erinnere, ich habe wieder einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und wenn ich jetzt hier nur den Startpunkt fixieren würde, dann kann ich mal kurz demonstrieren. Gehe also hier auf Fixieren, jetzt kann ich hier diesen Punkt wählen. Ja, oder jetzt diesen hier fixieren, dann bleibt die Linie hier unten. Aber wenn ich jetzt hier auf horizontal gehe und mache wieder das Spiel. So. Und jetzt tue ich einfach mal zunächst den Wert erstmal lassen, damit ich das jetzt mal neu machen muss. Okay, und jetzt gehe ich hier mal rein und gebe hier mal einen Wert ein von 600. Ja, dann kriegen wir so eine Geschichte zustande. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Und indem ich aber nur klüger fixiere, jetzt muss ich die Fixierung nochmal raushauen. Die komme ich jetzt nur hier oben ist sie, hier sieht man sie. Jetzt habe ich blöderweise beide gelöscht. Ne, hier ist sie. Und dann rechte Maustaste und löschen. Und jetzt sollte hier genau nur die Symmetrie da sein. Und jetzt tue ich mal geschickter machen, gehe jetzt hier mal auf Symmetrie. Meine Maus hier. Und nehme jetzt mal den Mittelpunkt. Der ist hier. Jetzt ist mein Mittelpunkt fixiert. Und gehe hier rein und gebe hier mal eine 600 ein. Und dann kriegen wir sowas zustande. Ja. Also hier ein bisschen aufpassen, wie Sie das halt fixieren. Und man könnte jetzt sagen, gut, ich tue halt einmal den Punkt hier unten fixieren und einmal hier oben. Ja. Oder man sagt einfach, nee, nee, das Ding soll immer gerade bleiben. Ja, das finden Sie hier. Ich gehe einfach hier auf Vertikal und sage einfach, du musst immer vertikal bleiben. Und wenn wir jetzt mal den Wert hier ändern, 600,
dann ist das zwar noch symmetrisch, aber passt auch noch nicht. Ja, und so kann man sich jetzt langsam hocharbeiten, ja, indem sie meinetwegen jetzt hier noch sagt, die sollen auch vertikal bleiben. Gehe also hier auf vertikal und sage, ihr sollt auch vertikal bleiben. Und so kann man dann allmählich, als Abhängigkeit kann ich ja, wie haben wir hier. Ja, wobei, das können wir uns eigentlich schenken, ja. Wenn die ja parasymmetrisch sein soll, die vertikal und die vertikal, dann können wir uns das eigentlich schenken, das stimmt schon. Und dann versuchen wir das nochmal. Ja, und so können wir jetzt nochmal quasi die Funktionalität erreicht. Jetzt ist das eigentlich, was die Breite angeht, das Ziel erreicht. Ich sag mal so, dass wenn man sich damit eine Weile beschäftigt, sollte man schauen, dass man mit so wenig wie Möglichkeit, so wenig wie möglich geografischen Abhängigkeiten hinkommt. Ja, also geschickt ist, wenn Sie das nachmachen, wenn es Ihnen gelingt, noch weniger Abhängigkeiten zu verwenden, als ich hier verwende. Aber es ist nicht so schlimm, wenn Sie mehrere haben. Es wird halt nur unübersichtlich, ja, wenn Sie jetzt wirklich, die Zeichnung ist ja relativ trivial, aber wenn Sie jetzt sehr komplexe Zeichnungen erstellen, wird es dann irgendwann extrem unübersichtlich und irgendwann ist dann auch noch, tun sich die Abhängigkeit auch gegenseitig dann blockieren. Ja, deswegen sollte das Ziel sein, wenn Sie halt viel mit solchen Sachen zu arbeiten. Meine Empfehlung, versuchen Sie halt mit den Abhängigkeiten zu haushalten und Sie haben die Sache umso besser verstanden, umso weniger Abhängigkeiten Sie benötigen, um irgendeine Funktionalität hier zu implementieren. Ich habe jetzt hier, was habe ich hier insgesamt? 6 Abhängigkeiten, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist relativ viel. Ich könnte mir vorstellen, wenn man noch ein bisschen probiert und noch ein bisschen intensiver nachdenkt, dass man vielleicht mit sogar mit noch weniger auskommt. Wo ich das erste Mal diese Sache hier modelliert habe oder gezeichnet habe, habe ich sogar noch mehr gebraucht. Ja, also ich habe dann mit ein paar Durchläufe gehabt, um mich da jetzt ein bisschen wieder reinzufuchsen in die Thematik und konnte das dann peu à peu reduzieren. Und ich schätze, dass man das wahrscheinlich noch weiter optimieren könnte. Okay, jetzt machen wir noch die Höhe dazu. Gehe also jetzt wieder auf diesmal vertikal. Und bemaße jetzt hier die beiden Mittelpunkte wieder. Einmal hier, einmal hier. Ziehe das hier raus und nenne das einfach H. Und probiere es mal wieder aus. Ne? Kann mal gucken, was jetzt hier passiert. Wie würde jetzt die Höhe ändern? 600 und es geht hier nach oben. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Das hat er ja automatisch hier unten. Macht das immer in eine Richtung. Ja? Sie können mal so einen Parameter anklicken. Dann sehen Sie hier auch Griffe. Kann man das sogar über die Griffe machen? Ja, geht sogar auch. Ja, also Sie müssen nicht mal hier das jedes Mal eingeben. Und wenn Sie mal in die Eigenschaften schauen, dann sehen Sie auch hier nochmal die gedrehte Bemaßung. Dann die Abhängigkeit ist dynamisch. Ja, das bedeutet, man kann das halt ändern. Ja, über die Bemaßung kann ich jetzt die Geometrie ändern. Und was haben wir noch? Relevanz. Ja, nee, Referenz. Ja. Können Sie noch einstellen. Hier haben Sie nochmal den Namen und den Wert allerdings ausgegraut. Ja. Hier kann man eventuell noch einen Wert eingeben. Probieren wir das mal aus. Ja, geht sogar von hier aus über die Eigenschaften, den Wert einzustellen. Hier können Sie eine Beschreibung eingeben und fertig. Jetzt hätten wir eigentlich schon die Grundfunktionalität hier, was die Grundrissdarstellung angeht, schon mal implementiert. Ich möchte allerdings ja noch weitergehen und brauche hier noch die Sichtbarkeiten und so weiter. Das geht jetzt nur noch im dynamischen Block meines Wissens. Deswegen mache ich jetzt daraus einen dynamischen Block. Wie macht man das? Klickt das Ding einfach an, beziehungsweise wählt das hier aus. Es sind ja zwei Elemente oder drei, wenn wir die Mittelachse noch mitnehmen. Ja, das ist übrigens auch noch ein Punkt. Die Mittelachse will ich eigentlich auch nicht sehen. Die ist momentan nur für eine Hilfslinie. Gut, die könnte ich über Layer noch einen ausschalten. Aber da gibt es noch eine bessere, eine elegantere Geschichte. Die gibt es meines Wissens auch nur in dynamischen Blöcken, beziehungsweise vielleicht gibt es sie sogar hier auch. Ich muss zugeben, ich mache das eigentlich mehr in dynamischen Blöcken als hier in dem Modellbereich. Habe ich bisher selten gebraucht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wechseln wir in dynamischen Block, machen also einen Block draus. Der wird automatisch dynamisch, weil sie jetzt schon dynamisch ist, wenn man so will. Machen wir einen dynamischen Block draus, gehen also hier auf Block, also hier auf Registerkarte einfügen, dann auf Block erstellen und finden hier schon mal ein paar Vorkonstruktionen. Ich gehe jetzt hier mal einfach auf Schublade 2, nenne das um in 3. Sie sehen, ich habe es schon ein bisschen geübt vorher. Und wichtig ist jetzt hier nochmal den Auswahlpunkt bei 0,0. Das können wir lassen, das passt. Ich sehe, macht immer Sinn, wenn Sie das gleich an der richtigen Position, also zum Weltkoordinatensystem zeichnen, da brauchen Sie nochmal neu anklicken.
Dann gehen wir hier auf Objekte wählen und wählen hier diese drei Elemente. Er hat jetzt vier gefunden, weil die Bemaßung noch mitgeht. Ja, aber das ist in Ordnung. Ja, die müssen wir, glaube ich, nicht separat mit aktivieren, denke ich mal. Ja, probieren wir mal ausprobieren. Und wenn sie nicht mitkommt, auch nicht so schlimm, dann müssen die sowieso abändern. Ja, weil sie werden gleich sehen, mit der können wir im dynamischen Block nicht so viel anfangen. In Block konvertieren passt und wollen es gleich im Blockeditor öffnen. So, haben wir alles, ja, passt. Okay. Und Sie sehen, die hier ist trotzdem mitgekommen, obwohl ich sie nicht ausgewählt habe. Ja, die kommen eh alle mit. Jetzt ist allerdings Folgendes, wenn wir jetzt hier das anklicken, dann sehen wir, wir haben zwar hier die Griffe, ja, zum Testen. Na, so. Das ist schon ganz okay, aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf Testblock gehen und hier unseren Block anklicken, da sind die Griffe weg. Ja, das ist natürlich blöd. Das heißt, wenn man das jetzt wirklich jetzt noch später im Block die Griffe haben möchte, dann muss man hier mit diesen Sachen arbeiten. Das heißt, die ist ein bisschen anders hier, diese Blockbemaßung. Ja, deswegen, ich tue es mal nochmal rausschmeißen und lösche das und zeige es noch kurz demonstrieren. Geht es hier auf vertikal und bemaße hier von Mittelpunkt zu Mittelpunkt, ziehe das hier raus, nenne das H. Sie sehen, es sieht schon mal ganz anders aus, wird hier blau dargestellt und nicht so ausgegraut. Und wenn Sie sich mal die Eigenschaften anschauen, dieser, ich nenne es mal hier Blockbemaßung, ja, dann haben Sie schon viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, ja, im Vergleich zu dieser hier. Ja, deswegen würde ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie diese. Und Sie haben noch einen wichtigen Punkt, wenn wir auf Test Block gehen und wir klicken hier den Block an, dann finden wir hier unseren Griff. Und können das hier dann auch hier ändern. So, machen wir das hier auch nochmal, schmeißen die hier raus und bemaßen wir hier horizontal von Mittelpunkt zu Mittelpunkt hier die nennen das B. Und hier können Sie dann auch nochmal einstellen, wenn Sie so eine Bemaßung anklicken, ist immer wichtig, wo haben Sie angefangen? Ja, also ist zu empfehlen, dass Sie dort anfangen, wo der Startpunkt der Bemaßung ist und das wäre dann der Endpunkt. Ja, und der ist in unserem Fall eh fix. Ja, da haben wir schon mal Glück. Und wenn wir hier mal auf Eigenschaften gehen, können wir hier auch die Anzahl der Griffe einstellen. Muss ich gucken, wo sie ist. Hier unten Anzahl der Griffe. Ja, da haben wir jetzt hier 0, da haben wir gar keinen Anzeigen, 1 oder 2. Dann wären dann quasi links oben und unten einer oder links und rechts, je nachdem. Ja, das können Sie auch nochmal steuern. So, ja, jetzt haben wir eigentlich die entsprechende Geometrie passt. Und jetzt wollen wir natürlich jetzt noch hier diese Ansicht von vorne mit einbauen. Dazu brauchen wir jetzt eine Geschichte, die jetzt im Modellbereich nicht geht. Und zwar ist das hier, das sind die dynamischen Parameter. Ja, hier haben wir jetzt die Blockerstellungspalette, da haben wir so dynamische Parameter und da kann man noch Aktionen zuordnen. Und das meinte ich, als ich vorhin sagte, das sind eigentlich die klassischen Werkzeuge so für dynamische Blöcke. Und man hätte das auch mit diesen machen können, schätze ich mal. Wobei ich muss zugeben, ich habe es am Anfang, ich konnte mich eigentlich nur noch an die erinnern und hatte am Anfang das mit denen versucht und bin da nie allzu weit gekommen. Und habe dann nochmal nachgeschaut über meine alten Tutorials, wie das ging und habe dann gesehen, aha, man kann das auch mit diesen geometrischen Abhängigkeiten machen und habe dann eigentlich auf die umgeschaltet und habe dabei gemerkt, dass ich eigentlich mit denen das fast komplett quasi implementieren kann und habe dann aus dem Grund gesagt, okay, dann mache ich eben klein mit denen. Und wie gesagt, dieses Tutorial baut jetzt auch so entsprechend auf, dass ich sage, ich mache das nahezu nur mit denen und verwende halt nur, wenn es sein muss, hier diese dynamischen Blockparameter. Wie gesagt, der Vorteil ist der, das können Sie auch dann mit einer normalen Geometrie und Modellbereich verwenden, während das nur mit dynamischen Blöcken geht. Ja, ich habe es dann ja nochmal erwähnt. Ja, es gibt gewisse Dinge, die wahrscheinlich jetzt zum Beispiel, wo Sie halt das nur mit denen machen können. Ja, es gibt auch gewisse Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Sichtbarkeiten, ja, die wir jetzt hier brauchen. Das können Sie mit denen dann nicht ausdrücken. Gehe jetzt hier auf Sichtbarkeiten oder anders formuliert. Um die Sache abzuschließen, wenn Sie umso komplexer Ihr dynamischer Block ist, umso mehr werden Sie das dann kombinieren. Ja, also teilweise machen Sie einen Teil der Funktionalität machen Sie mit den geometrischen Abhängigkeiten und einen Teil machen Sie das mit diesen dynamischen Blockparametern und Aktionen.
Und so können Sie natürlich, da haben Sie eine breite Palette an Möglichkeiten, um halt die Funktionalität zu implementieren, die Sie haben wollen. Ja, aber die überlagern sich auch, diese Sachen. Ja, das, man kann gewisse Dinge sowohl mit den geometrischen Abhängigkeiten machen, als auch mit diesen dynamischen Blockparametern. Ja, und dann gibt es halt Dinge, die gehen halt nur mit der einen oder anderen Sache. Gut, so viel dazu. Kommen wir jetzt zur Sichtbarkeit. Ich lege jetzt hier so eine Sichtbarkeitsparameter mir hier mit dazu und schiebe die mal hier rein. Halt, ja, so war das. Also hier klicken und jetzt ablegen. Jetzt ist er hier. Übrigens, wenn Sie diese Palette nicht sehen, jetzt muss ich kurz gucken, wo man die einschaltet. Ich schätze mal hier unter Block Editor. Dann haben wir hier die Erstellungs. Das dürfte das sein, oder? Ja, genau, hier ist sie. Und dann haben wir noch die Funktionsparameter. Ja, da können Sie auch noch mal auf die Parameter noch mal extra zugreifen. Hier, die können wir vielleicht noch mit dazu nehmen. So, ich tue es mal daneben legen. Danach werde ich es noch mal extra positionieren. Ich empfehle immer der Sache, die Sachen immer schön zu benennen, damit Sie dann auch den Überblick bewahren. Das nennen wir jetzt hier einfach Sichtbarkeiten. Ich nenne es einfach mal Ansichten. Und finde jetzt hier oben den Sichtbarkeitsstatus, war bisher ausgegraut, ja, weil das war nicht aktiv, weil ich keinen Parameter angelegt hatte. Jetzt kommt hier noch die Meldung, sagt euch was dazu, dass nur ein Sichtbarkeitsstatus im Block definiert ist. Dann macht das Ding eigentlich keinen Sinn. Ja, das sieht man jetzt hier oben, habe nur einen und den tun wir gleich mal umbenennen. Und das war der Grundriss. Ne, wie habe ich das genannt? Draufsicht. Draufsicht. So, jetzt machen wir noch einen neuen. Und den nenne ich jetzt Vorderansicht. Und jetzt kann ich entscheiden, was soll mit den bisherigen Elementen da passieren. Und das sage ich, alle Elemente erstmal ausblenden. Ja, ich gehe mal davon aus, die wenigsten werde ich dann in der Vorderansicht benötigen. Also sage ich ausblenden. Okay. Und der ist jetzt auch gleich aktiv. Wenn ich auf okay gehe, dann sieht man jetzt hier, dass es alles weg ist. Aber Sie können hier nochmal umschalten. Wenn Sie jetzt hier auf Draufsicht gehen, dann sehen Sie es wieder. Gehe ich auf Vorderansicht. Dann sehe ich jetzt hier erstmal nichts, aber ich könnte sagen, ich möchte die Draufsicht trotzdem sehen, den hier oben, dann sehe ich es so ausgegraut. Ja, dann kann ich trotzdem damit arbeiten. Und jetzt mache ich mir hier noch ein Rechteck, ja, hier für meine Vorderansicht. Ich mache das mal so grob hier rein. Sie werden gleich sehen, warum ich das so mache. Und jetzt ist ja so, dass natürlich bei diesen verschiedenen Ansichten sind natürlich miteinander gekoppelt. Ne? Zum Beispiel den Parameter Breite teilen sich sowohl die Draufsicht als auch die Vorderansicht. Ja, und da kann ich natürlich jetzt einfach die Linien hier gleich mit dranhängen, ja, wie man es wahrscheinlich auch ähnlich in Revit machen würde. Nur ist es hier ein bisschen anders. Und gehe jetzt hier auf Block Editor und dann gibt es hier die geometrische Abhängigkeit, die heißt kolinear. Ja, damit können Sie zwingen, Sie zwei Linien auf derselben unendlichen Linie zu liegen. Ja, machen wir das mal. Klick hier drauf, klick zunächst die Linie an, aufpassen, dass Sie wirklich die Linie erwischen, nicht die Bemaßung. Ich glaube nicht, dass es geht, wenn Sie Bemaßung, ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich wähle wirklich die Linie hier aus. Und dann wird diese Linie jetzt hier auf die draufgepackt und jetzt hier dran geheftet. So, jetzt steuere ich quasi mit dem Parameter diese Linie und dann geht diese Linie hier mit. Ja. So, mach es selber nochmal, gehe auf Kolineal, wähle diese Linie aus und hänge die jetzt hier dran. So, wenn ich jetzt den Parameter ändere, hier mal drauf, das können wir auch hier schnell machen. Hier mit dem und das ist jetzt hier bei 600. Machen wir hier eine 500 hier auf Enter. Ja, dann sehen Sie, dann geht das entsprechend mit. Ja, jetzt müssen wir noch hier unten die Linie und die bleibt eigentlich immer gleich. Die kommt hier unten mit drauf. Die können wir eigentlich auch kolinear machen. Ja, also gehen wir hier unten auf diese und klicken auf diese Linie und hängen die hier mit dran. So, und es bleibt bloß noch diese hier oben übrig. Das ist eigentlich meine Höhe. Und ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Fehler gemacht. Das ist nicht die Höhe, das ist die Tiefe. Können wir aber leicht ändern. Klicken einfach hier unseren Parameter an, gehen hier in die Eigenschaften und hier finden wir den Namen und nennen das einfach um von H in T. Und schon ist die Sache erledigt. Und jetzt kann ich hier noch die Höhe mit parametrisieren. Gehe also jetzt hier wieder hier auf die Bemaßungsparameter. Gehe hier auf Vertikal und bemaße wieder hier von Mittelpunkt zu Mittelpunkt, würde ich mal aus. Probiere ich mal aus. Aufpassen, ich habe jetzt hier mehrere Sachen übereinander liegen, deswegen zeigt er mir das hier an. Ich habe hier quasi wechselnde Auswahl aktiviert. Jetzt muss ich halt schauen, wenn ich mit der Maus so drüber fahre, zeigt er mir an, was es jetzt hier betreffen würde. Ja, entweder die Bemaßung, hier das, dieses Polylinie oder die hier oben. Es geht um diese, also wähle ich diese aus und klicke jetzt hier oben drauf und ziehe das jetzt hier raus. Ja, wobei, das können wir eigentlich auch hier entziehen. So. Und jetzt nenne ich das H.
Das ist jetzt wirklich die Höhe von unserer Schublade. Und jetzt kann ich mal probieren. Kann man den Griff hier auch auswählen? Na, das scheint nicht zu funktionieren, oder? Kann man das hier? Na, ist egal, machen wir es einfach hier drüben. Hier gehen wir einfach rein und dann in die Parameter und das ist die Höhe und das auch nochmal. Aha, das ist hier gesch. Jetzt kann man es auch einen Wert eingeben, machen wir mal 200. Und da geht das locker mit, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das funktioniert. Sie können das übrigens auch hier im Testblock machen. Also ich mache das meistens hier drin erstmal, wie ich es eben gerade gezeigt habe. Sie können, glaube ich, auch hier die Werte einfach Doppelklick ändern. Wichtig ist, wenn es hier funktioniert, da habe ich die Erfahrung gemacht, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch hier im Testmodus funktioniert. Deswegen für kurze Zwischenproben probiere es erstmal hier und wenn das hier funktioniert, dann kann ich dann hier auch nochmal hier das Ganze testen und klicke hier meinen Block an und sage jetzt hier Draufsicht, dann habe ich hier meine Griffe und kann das hier breiter machen oder höher und jetzt kann ich hier wechseln in die Vorderansicht, dann habe ich jetzt hier meinen Griff für die Höhe. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich verlasse wieder meinen Testblock und würde jetzt hier nochmal meinen Griff einbauen. Und da muss man jetzt Folgendes beachten. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Techniken, wie man das machen könnte. Die einfachste ist aus meiner Sicht, die mir jetzt bekannt ist, vielleicht gibt es noch eine elegantere Methode, ist hier einfach erstmal eine Linie einzubauen, die genau in die Mitte durch die Mitte meiner Vorderansicht geht und an der ich dann mein Griff dranhängen kann. Ja, und das mache ich einfach mal. Ich checke kurz mein Objektfang. Der ist hier mit Mittelpunkt. Das passt. Gehe jetzt hier auf Linie und zeichne jetzt hier eine Linie von Mittelpunkt zu Mittelpunkt. Und die muss ich natürlich jetzt hier noch fixieren, ja, dass sie dann hier bleibt auch. Dazu gehe ich wieder auf meine geometrischen Abhängigkeiten und wähle hier diese wieder. Na, ich muss kurz überlegen, ist das. Ne, dieses hier, ich wechsle das immer zusammenfallend. Hier würde ich es ja komplett fixieren. Ja, dann wäre das quasi, da wären die Koordinaten quasi bezogen aufs Koordinatensystem, also auf dieses hier komplett fixiert und hier tue ich es quasi an ein anderes Element heften. Du einfach das Punkte fallen einfach zusammen. Ja, also der Mittelpunkt von der Linie fällt mit dem Startpunkt von der Linie zusammen. Das müssen wir hier verwenden. Gehen hier drauf. Jetzt klicke ich hier auf die Linie. Seht ihr, dass ich den Endpunkt erwische? Ja, okay, passt. Und klicke jetzt hier auf diese Linie und muss hier den Mittelpunkt erwischen. Und jetzt fallen die beide zusammen. Muss noch die richtige Pull-Linie auswählen. Jetzt ist das hier fixiert. Wiederhole das hier von der anderen Seite. Dieses hier und diese Pull-Linie. Und fertig, wir haben jetzt hier diese blauen Punkte und damit sollte das entsprechend mitgehen. Können wir mal kurz testen, gehen wieder auf Testblock und wenn ich jetzt hier umschalte auf meine Vorderansicht und dann man könnte übrigens noch die Breite hier mit einschalten, das können wir dann gleich mal machen. Dann sieht man hier, die Linie geht schön mit. Jetzt kann ich leider die Breite nicht von hier aus ändern, das muss man dann noch zuschalten. Jetzt kann ich das mal breiter machen und dann sollte die Linie auch mitgehen, das tut sie auch, ja. Und weil ich gerade darüber geredet habe, wie kann ich jetzt diesen Parameter, den möchte ich ja auch verwenden, zum Beispiel für die Vorderansicht. Dann kann ich zum Beispiel hier das anklicken und sagen, sichtbar machen. Jetzt haben wir nur ein Problem, dass der Griff dann außerhalb der Vorderansicht, das sieht natürlich unschön aus. Das können wir dann vielleicht später nochmal korrigieren. Ja, wenn wir jetzt die Mittelpunkte gewählt haben, ist das natürlich keine schöne Geschichte. Ich werde mal kurz zeigen, was ich meine. Ja, zeigt die Griffe dann immer dort an, wo die Punkte sind. Und wenn ich jetzt hier auf Testblock gehe, und hier passt das natürlich. Ja, jetzt sehe ich hier meinen Griff. Aber wenn ich jetzt hier umschalte auf die Vorderansicht, dann ist der hier oben. Ja, wen das nicht stört, der kann das so machen. Ja, also man kann es entweder ausschalten und sagen, gut, die Breite mache ich halt nur über die Draufsicht, ja, oder man könnte auch den Parameter anders positionieren. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich würde erstmal hier an der Sache weiterarbeiten und zwar jetzt hier den Griff einbauen. Und dazu gehe ich jetzt hier auf Start, dann auf Kreis und zeichne jetzt hier den Kreis rein und der hat einen Radius von 10. Jetzt muss ich natürlich den Kreis noch fixieren, nämlich auf den Mittelpunkt dieser Linie und da können wir wieder auf kollinear gehen, also zusammenfallend, das ist aber kollinear, das ist zusammenfallend,
Also bin ich, habe ich jetzt versprochen, also das ist zusammenfallend und das wäre dann kollinear, das machen wir in dem Fall nicht, das ist zusammenfallend und wählen hier den Kreis, den Mittelpunkt des Kreises aus und dann den Mittelpunkt dieser Linie. Ja, was passiert jetzt, wenn ich diese Breite ändere? Ja, dass mal die Abhängigkeiten verstehen. Wenn ich diese Breite ändere, dann verschiebe ich die Mittelpunkte dieser Linien von diesem Rechteck, ja, das aus diesen beiden Linien hier besteht, ja, dieser hier und dieser. Und wenn die geschoben werden, wird dieses Rechteck, also diese Seitenlinien dieses Rechtecks hier verändern, weil ich ja kollinear hier gemacht habe, die fallen zusammen. Jetzt schiebe ich quasi, jetzt verändern diese sich mit. Und an den Mittelpunkten dieser Linien hängt jetzt diese Mittellinie dran. Ja, und die geht dann halt entsprechend mit. Und über den Mittelpunkt dieser Linie hängt dieser Kreis mit dran. Ja, so ist ungefähr diese Abhängigkeitskette. Und jetzt können wir das ja nochmal testen. Gehen ja auf Testblock. Und schalte hier mal um auf die Vorderansicht und habe jetzt hier meine Linie und jetzt kann ich hier den Kreis das größer machen oder halt höher machen und der Kreis geht entsprechend mit. Was jetzt noch stört, wäre hier diese Linie, weil die will ich ja nicht sehen. Ja, das kann man jetzt noch elegant ändern, indem man hier diese Linie in eine sogenannte Konstruktionslinie umwandelt. Das finden wir hier. Ja, Sie gehen ja einfach drauf, sagen auf diesen Befehl und wählen hier diese Linie aus. Und jetzt sagt er hier, naja, nee, sagt das mal nichts, dass wir auf Enter gehen. Und jetzt können wir sagen, konvertieren oder wiederherstellen. Ja, Sie können auch den umgekehrten Weg gehen. In eine Konstruktionslinie, eine normale Linie oder ähnliches umwandeln, gehen also auf konvertieren und wird das so gestrichelt dargestellt. Das heißt, es ist wie eine Art Hilfslinie, die sehen Sie hier im Blockeditor, aber wenn Sie dann hier auf Testblock gehen, dann sehen Sie die nicht mehr. Ja, dann sehen Sie bloß noch hier unseren Griff. Na bitte. Ja, Vorderansicht, jetzt sehen wir quasi nur noch diesen Griff und diese Linie ist quasi ausgeblendet. Ja, das heißt, wenn Sie irgendwelche Hilfskonstruktionen brauchen, dann können Sie die auch getrost mitmachen. Ja, und auch parametrisieren. Sie können es über die Konstruktionslinien dann ausblenden. So, jetzt haben wir das gemacht und können jetzt noch die. So, und wenn wir eben dabei sind, bei diesen Konstruktionslinien, da können wir auch noch diese hier in eine Konstruktionslinie umwandeln. Hier bei der Draufsicht, diese Symmetrieachse, gehen also hier auf Konstruktionslinie und klicken die an. Enter oder rechte Maustaste und sagen hier konvertieren und damit ist das auch eine Konstruktionslinie und die sehen wir dann auch nicht mehr. Jetzt haben wir eigentlich schon fast die gesamte Funktionalität. Ja, das sollte passen. Kommt noch die dritte Ansicht, das ist die Seitenansicht und ja, machen wir das noch. Ich gehe jetzt hier noch auf Sichtbarkeit hinzufügen und gehe jetzt hier auf Neu und nenne das Seitenansicht. Gehe auf Enter. Die ist jetzt aktuell. Und gehe auf OK und zeichne mir jetzt hier wieder ein Rechteck rein. Gehe so auf hier Start, dann Rechteck und mache das hier einfach mal so. Jetzt muss ich Objektfunktion ausschalten, temporär. Und jetzt kann ich eigentlich ähnlich vorgehen, wie ich es schon vorhin gemacht habe und überlege mir jetzt einfach, okay, die Tiefe hängt quasi mit am Grundriss dran. Gehe also wieder auf hier Abhängigkeiten, dann auf kollinear. Klick hier diese Linie an und die fällt mit der zusammen. Wiederhole den Befehl mit der Leertaste und klick diese Linie an. Aufpassen, die richtige Pullenlinie habe ich. Jetzt haben wir mehrere Pullenlinien liegen. Ja, welches ist es eigentlich egal, die liegen sowieso übereinander. Nehmen wir die nächstbeste und jetzt haben wir quasi hier die Tiefe schon mal parametrisiert. Jetzt müssen wir noch schauen, dass ich das hier ja, symmetrisch um die Mittelachse aufbaut. Ja, man könnte das theoretisch auch, ja. Ich würde den Griff gerne auch hier vorne mit nutzen, ja, von da. Deswegen würde ich es wirklich symmetrisch hier um die Mittelachse aufbauen. Ansonsten müsste ich nochmal einen extra Griff machen. Wie machen wir das? Genau, wie wir es ja auch gemacht haben. Gehen also hier auf Symmetrie, ja, wählen hier zunächst die beiden Linien aus und dann hier die Mittelachse. Jetzt haben wir das symmetrisch. Dann müssen wir noch die Höhe einstellen. Das ist ja hier dann die Höhe bei der Seitenansicht. Dazu gehe ich wieder auf Bemaßung und wähle hier horizontal, wähle die beiden Mittelpunkte aus. Von hier bis hier schiebe das hier hoch. Und jetzt wird es nochmal interessant. Das ist jetzt H2, nenne ich es mal. Könnte ich auch D1 nennen, ist im Prinzip egal. H2. Und jetzt können Sie sagen, das entspricht H.
Ja, also ich kann quasi hier einfach auf H verweisen, das ist hier drüben, ja, und er übernimmt dann einfach den Wert, der ja quasi über die Futteransicht eingestellt ist. Und so können Sie auch Parameter voneinander abhängig machen. Sie können, glaube ich, sogar auch hier eine Formel eingeben wie A halbe oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, müssen wir mal ausprobieren. So, und jetzt können wir es eigentlich schon mal testen, ob das soweit funktioniert. Vielleicht noch den Griff zu hier vorne mit zuschalten. Dazu gehen wir hier auf Sichtbar machen. Ja, und machen diesen Griff mit sichtbar, dann sehen wir den sowohl, den teilt sich quasi die Draufsicht und die Seitenansicht teilen sich diesen Halbkreis, was diesen Griff von der Schublade darstellen soll. Ja, gehen wir jetzt mal auf Testen und checken das mal, ob das soweit funktioniert. Ich hätte es eigentlich nochmal im Block Editor, also ich brauche den Testmodus nicht dafür, aber okay, jetzt machen wir es hier einfach mal. Geht es hier auf die Seitenansicht, dann sieht das so aus. Ja, kann man nichts einstellen momentan. Gehen wir jetzt hier mal auf die Draufsicht und machen mal eine andere Höhe. Ne, eine andere Tiefe, die andere Breite. Die Breite ist aber egal, für die Seiten brauchen eine andere Tiefe und mal schauen, ob es wirklich mitgeht. Und ja, da haben wir noch ein Problem. Ja, also da haben wir noch von der Parametrik her noch ein paar Probleme. Können wir dann aber als Spaß die Höhe mit testen, Futteransicht und hier die Höhe und da werden wir wahrscheinlich auch noch Probleme kriegen. Ja, so gehen wir hier auf Seitenansicht. Ja. Da müssen wir noch eine Abhängigkeit reinschmeißen, dass es immer vertikal sein soll. Gehen wir zurück und sagen hier, ihr sollt immer vertikal sein. Einmal, das haben wir jetzt erwischt. Also hier und hier auch. Ah, nee, das brauchen wir, das können wir wieder schenken. Wenn eine Wert ist, ja symmetrisch, wenn eine vertikal ist, dann ist die andere automatisch auch vertikal. Ja, weil Wertesymmetrie. Parameter oder sonst keinen Sinn machen. Und jetzt können wir das nochmal hier testen. Es geht eigentlich schneller. Ja, ich empfehle es eigentlich immer hier zu testen. Übrigens, apropos testen, ja, ich empfehle immer, gerade wenn man die Sache jetzt, wenn man nicht so viel Routine hat mit der ganzen Geschichte, wenn man da Anfänger ist und so weiter, dann sollte man immer relativ zeitnah testen, damit sie dann auch die Fehler leichter zurückverfolgen können. Ja, ich habe meinetwegen jetzt hier zwei, drei Abhängigkeiten gesetzt und mache einen Test. Funktioniert das? Wenn Sie jetzt mehrere Arbeitsschritte gemacht haben, sagen wir mal 10 oder 20, und Sie machen dann erst einen Test, dann kann Ihnen passieren, dass irgendwas nicht funktioniert und dann müssen Sie innerhalb der letzten 20 Arbeitsschritte oder 10 dann den Fehler rauskriegen. Ja, deswegen mein Tipp ist, gerade als Anfänger, wenn man, sollte man vielleicht lieber einmal zu viel testen als einmal zu wenig. Man tut sich dann leichter bei der Fehlersuche. Ja, machen wir jetzt hier nochmal jetzt den Test. Wie gesagt, man muss natürlich jetzt mal Testblock gehen. Man kann also auch zwischendurch hier testen. Und zwar gebe ich hier mal eine andere Höhe ein. Einfach Doppelklick hier drauf und mach mal das hier. Setze das hier auf 300. Ja, das geht hier mit, das funktioniert. Und machen wir nochmal eine Breite hier rein. Und dann haben wir hier 600. Und da geht das auch entsprechend. Achso, die Tiefe ist egal, die Breite. Aber hier die Tiefe. Können wir nochmal hier ändern auf 600 ebenfalls und dann sollte das oben auch mitgehen. Ah, hier haben wir jetzt schon ein Problem. Wie wir sehen, da geht das Ganze hier nach unten. Ja, das wollen wir nicht. Deswegen gehe ich mal auf rückgängig und mache das nochmal rückgängig. Und hier sollte ich vielleicht jetzt noch diesen Punkt hier fixieren, ja, damit er immer gleich bleibt. Und da können wir hier mal diese Sache verwenden, nämlich hier fest. Ja, dann wird dieser Punkt fix gemacht. Der bleibt, diese Koordinaten bleiben im jeweilige Koordinatensystem immer gleich, die können nicht verändert werden. Und da nehme ich jetzt hier das und klicke hier auf diesen Punkt. Ja, und jetzt ist der fix. Jetzt können wir das nochmal probieren und geben hier mal 600 ein. Jetzt kann er das eigentlich nicht mehr verändern. Und genau, ja, jetzt geht das nur nach oben. Ja, jetzt hat man noch eine kleine Sache gehabt, wenn die einen stört, dass man sagt, naja, ich möchte meinetwegen in den einzelnen Ansichten, zum Beispiel hier in der Vorderansicht, auch den Parameter für die Breite haben. Ja. Und dann war der Griff hier oben. Ja, da kann man das nochmal rausschmeißen und die Griffe anders setzen. Aber da müssen wir aufpassen, da müssen wir wahrscheinlich noch ein paar geometrische Abhängigkeiten hinzufügen, wenn wir das, nein, wir können es versuchen, diagonal zu machen. Ja, dass wir sagen, ich mache das mal so, dass man das auf der Hand liegt und sagt, okay, ich gehe auf horizontal und nehme die Punkte hier unten. Muss ich kurz, ich tue mal kurz hier umschalten, dann tut mir ein bisschen leichter. Ich gehe auf Draufsicht
Und schalte mal den Rest aus. So. Und gehe jetzt hier auf horizontal und mache mal hier die Punkte hier unten. Diesen und diesen. Und jetzt kann es passieren. Ah, ich bin jetzt auf Escape gegangen. Also nochmal horizontal. Dieser setzt das hier ab. Okay. Und jetzt gebe ich hier mal eine andere Länge ein von 700. Ah, das funktioniert trotzdem. Okay. Dann reichen die Abhängigkeiten aus. Dann können wir es eigentlich auch so lassen. Und machen die restlichen Sachen wieder an. Und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und machen nochmal einen letzten Test. Gehen hier rein auf Testblock und klicken hier unseren Block an. Haben hier den Griff für die Breite, den für die Tiefe. Können hier umschalten. Ah, hier fehlt jetzt noch der Griff. Ne, das da, das passt. Können hier umschalten auf Vorderansicht. Ah, haben wir doch ein Problem. Ja, und dann das klassische Beispiel, was ich gesagt habe, ja, wo Sie aufpassen müssen, wenn Sie ich glaube, im Blockeditor hat es funktioniert, aber hier funktioniert es nicht. Da haben wir hier oben noch ein Problem mit der Linie. Ja, das werden wir dann nochmal checken. Und ja, gehen wir noch, aber jetzt im Testblock hat es halt nicht funktioniert. Ich glaube, im Phone hat es dort funktioniert, in unserem Blockeditor selber. Ja, wo ist jetzt hin? Vorderansicht. Ja, hier ist eigentlich okay. Und da sollte man hier auch noch sagen, dass diese Linie immer horizontal sein soll. Ja, aber eigentlich ist es, wir machen es einfach horizontal, gehen wir hier drauf und sagen, du sollst immer horizontal sein. Und gehen wir wieder hier rein. Und wechseln hier mal in die entsprechende Ansicht. Vorderansicht. Und machen hier mal die Breite. Achso, jetzt haben wir den Breiten Parameter noch nicht zugeschaltet. Schade, nochmal zurück. Und zwar Vorderansicht und nehmen hier die Breite mit rein. So. Und tun noch umbenennen. Ich sehe gerade, das habe ich noch gar nicht richtig benannt. Das soll die B sein. Und Vorderansicht, das sollte eigentlich hier fett werden. So, jetzt ist es auch in der Vorderansicht sichtbar. Ja, über die Sache kann ich jetzt Elemente in dieser Ansicht, die gerade hier ausgewählt, entweder zuschalten oder wegschalten. Testen wir das nochmal. Und klicken das Ding an. Jetzt haben wir den, achso, Vorderansicht. Jetzt haben wir den Griff und können hier die Breite ändern, die Höhe ändern. Das passt. Gehen auf Draufsicht. Das passt auch. Da können wir hier die Tiefe ändern. Und wenn wir hier auf Seitenansicht gehen, dann sehen wir hier die Seitenansicht inklusive Griff. Ja, jetzt soll das eigentlich passen. Wir können auch diese Sichtbarkeit hier unten reinschieben. Gehen also auf Testblock schließen. Fassen dir diese Sache an. Und ich habe die erstmal jetzt draußen gelassen. Warum? Weil ich wollte jetzt nicht, dass sich das hier überlagert mit den anderen Parametern. Jetzt bin ich ja soweit fertig und kann das hier in die Mitte schieben. Kann leider keinen Punkt hier fangen, beziehungsweise ich kann ein Objekt fangen gehen, vielleicht der Mittelpunkt, ja. Und jetzt habe ich den Griff hier drin. Ich möchte noch mal eine Kleinigkeit zeigen, die ich ganz praktisch finde. Und zwar, wenn Sie hier so einen Parameter anklicken, hier mal hier die Breite als Beispiel, und Sie gehen in die Eigenschaften, dann haben Sie hier die Möglichkeit, einen Abstandstyp einzustellen. Und hier können Sie jetzt zum Beispiel sagen, momentan ist das kein Typ, das heißt, hier können Sie ein Minimum und ein Maximum einstellen. Also Sie können zum Beispiel sagen, das Ding soll nicht breiter sein als, was weiß ich, irgendein spezieller Wert. Und Sie können auch eine Minimalbreite einstellen. Also das finde ich sehr, sehr praktisch. Das vermisse ich zum Beispiel im Revit. Das fände ich in Revit total cool, wenn es sowas gäbe. Aber Sie können auch mehr machen. Also Sie können zum Beispiel hier sagen, ich möchte hier ein Inkrement einstellen. Dann können Sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier ein. Das soll alle 20 Zentimeter sich ändern. Ja, Sie können auch wieder ein Minimum und ein Maximum und dann springt das nur alle 10, 20 Zentimeter, je nachdem, was Sie als Inkrement einstellen. Sie können aber sagen, wenn Sie zum Beispiel jetzt nur spezielle Typen haben, so was beispielsweise bei einer Schublade, so da gab es, glaube ich, vier verschiedene Größen, dann kann man sagen, ich nehme einfach hier eine Liste, ja, und dann kann ich hier reingehen, dann hier drüben, momentan das ist den aktuellen Wert, 700, kann ich hier, jetzt bin ich wieder draußen, das kann ich hier auf diesen Button klicken, dann kann ich mir eine Liste eingeben, dann zum Beispiel sagen, ich möchte hier eine 500er Breite noch hinzufügen, meinetwegen noch eine 800er und eine 300er. Ja, und so können Sie hier noch entsprechende Listen quasi definieren. Und wenn Sie das so machen und Sie gehen jetzt hier auf Testblock und Sie klicken hier auf den Parameter, dann sehen Sie jetzt hier, sehen Sie halt nur diese speziell, machen wir den Objektfang aus. Diese speziellen Werte angezeigt. Ja, dann sind diese Striche hier unten. Ja, Sie können das aber auch direkt
hier in den Eigenschaften machen. Ich hoffe, das geht ja auch. Ja, dann sehen Sie hier jetzt die Breite und dann kann ich jetzt hier unten hier die Werte entsprechend auswählen. Ja, finde ich sehr praktisch. Ja, wie gesagt, diese Sache würde ich mir zum Beispiel im Revit wünschen. Ja, das, und was auch noch interessant ist, ach so, hat mich schon rausgegangen, ist, dass Sie auch hier einstellen können, hier bei den Parametern, ob die Eigenschaft angezeigt werden soll, ja oder nein. Ja, Sie können nicht nur die Griffe, Sie können sagen, soll es angezeigt werden, ja oder nein. Ja, finde ich auch ganz praktisch, mal hier auf Nein. Ja, und tun es nochmal testen, sehen, was dann passiert. Ja, dann sehen wir hier die, wenn wir sie anklicken, dann sehen wir zwar den Griff, aber wir sehen dann nicht mehr die Eigenschaft dazu. Ja, das ist natürlich praktisch, wenn Sie das dann entsprechend ausschalten. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier umschalte, hier auf die Seitenansicht und ich gehe jetzt in die Eigenschaften, dann sehe ich hier diesen Parameter H2, der eigentlich nur ein Hilfsparameter wäre. Den könnte ich zum Beispiel einfach ausschalten. Ja. Und das können wir noch machen, das ist ein bisschen sauber. Also das nehmen wir wieder zurück. Das macht natürlich keinen Sinn, das hier auszuschalten. Gehen wir hier drauf und sagen Anzeigen, ja. Aber hier oben in diesem Parameter, dieses H2, den wollen wir nicht anzeigen in den Eigenschaften. Der macht keinen Sinn, können wir sowieso nicht verändern. So, wenn wir fertig sind, sagen wir jetzt hier Testblock schließen, Änderung speichern, okay. Und schauen wir uns mal jetzt hier unseren Block an. Das ist jetzt hier unser Block, den wir erzeugt haben. Wir können hier die Breite ändern. Gut, das ist ja diese vorgefertigten Breiten. Hier die Tiefe können wir beliebig ändern. Wir können hier umschalten auf die Vorderansicht. Dann sehen wir hier den Griff. Hier den unten haben wir ausgeschaltet. Ja, den sehen wir nicht mehr. Können hier die Höhe ändern, ja, oder auch die Breite. Und die Seitenansicht, die ergibt sich dann aus den beiden anderen Ansichten. Da können wir nichts ändern. Ja, da können wir auch hier, wenn wir draufklicken, sehen wir dann auch nichts in den Ansichten. Was natürlich cool wäre, ja, wenn man die, wenn man diese Parameter trotzdem noch anzeigen könnte und dann numerisch ändern könnte. Aber ist auch kein Problem. Ich schalte einfach um auf Draufsicht. Und dann kann ich hier die entsprechenden Werte eingeben. Ja, so viel zu parametrischen, ich habe gesagt, Modellierung. Das ist eigentlich keine Modellierung, sondern eher eine Zeichnung. Ja, wie können Sie Zeichnung parametrisieren? Wie gesagt, das geht auch hier direkt hier in den Modellbereich. Aber Sie können diese Tools auch in dynamischen Blöcken verwenden. Und ja, ich finde das eigentlich ganz praktisch. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt und ein bisschen Übung damit hat, kann man sich dann, glaube ich, und in der Zukunft vielleicht eine Menge Arbeit ersparen, wenn man gewisse Zeichnungen halt dann parametrisch erstellt. Meines Wissens geht das aber nur in 2D. Ich habe es noch nicht gesehen, dass das auch in 3D geht. Ja, also wer jetzt mit Revit arbeitet, da gibt es die Parametrik ja in 3D. Ja, das geht meines Wissens im AutoCAD nicht. Aber falls es doch mittlerweile was gibt, ja, dann schreiben Sie es in die Kommentare. Ich danke für die Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Tutorial.